Herzlich willkommen in der Grace Family Church. Schön seid ihr alle da. Alle happy heute Morgen. Aber ist nicht wunderbar, einfach in der Anbetung und im Lobpreis zu sein. Amen. Siehst du, Worship muss ein Teil von der Botschaft sein. Amen. Und was immer wir singen, ist Teil von der Botschaft, die wir verkündigen. Amen. So Worship ist nicht etwas Außerordentliches, in dem Sinn etwas extra, sondern es ist immer ein Teil von der Message von Jesus und von seiner wunderbaren Botschaft. Halleluja. Und es ist nicht gut, einfach immer wieder den Auferstandenen zu sehen. Immer wieder auf die Kraft der Auferstehung zu schauen. Denn das war die größte Kraftmanifest auf Erden, die es je gegeben hat, an dem Tag, als Jesus aus dem Grab auferstanden ist. Es gab keine größere Kraft. Amen. Und diese ist jetzt in uns. Amen. Und diese tragen wir um, mit uns herum. Die Auferstehung war das Größte, was je geschehen ist. Halleluja. Und es fühlt sich heute an, wie wenn Ostern wäre im September. Ne? Aber bei uns ist jeder Tag Ostern. Wir leben jeden Tag in seiner Auferstehungskraft. Preis dem Herrn. Lass uns zum 1. Korinther gehen, bevor wir in die Hauptmessage hinübergehen. Wir nennen das Wort zum Sonntag. Ein Wort zum Opfer. Der Herr hilft uns in unserer Versorgung. Wir glauben, dass Gott unser Versorger ist. Amen. Und Jesus hat von 28 Gleichnissen, hat er bei 17 Gleichnissen über das Thema Geld oder Besitz gesprochen. Also fast bei 2/3 hat er es immer wieder in der einen oder anderen Form angesprochen. Okay? Und er weiß, weswegen er das getan hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine Offenbarung haben, wie Gott das Thema sieht. Und wie er immer unser Versorger ist. Und wir haben letztes Mal begonnen, im 1. Korinther 9 zu lesen. Und zwar haben wir Paulus angeschaut. Und wir gehen wieder dorthin. Wir setzen da ein, wo wir letztes Mal aufgehört haben. 1. Korinther 9, Abvers 7. Abvers 7. 1. Korinther 9, ab dem 7. Vers. Und das große Ding hier vorne ist kein Surfbrett. Das ist mein neuer Bildschirm, mein neuer Flatscreen. Und für diejenigen, die predigen. Und derjenige, der ihn besorgt hat, der kennt unsere Wünsche. Je größer, desto besser. Amen. Also deswegen ist es kein 2-Zoll-Bildschirm, der hier vorne ist, sondern ein großer. Aber es ist gut so, ich muss mich nicht mehr immer umdrehen. Okay, auch bis anhin habe ich mich immer umgedreht auf der Bühne. Erinnert ihr euch? Ja, und jetzt kann ich alles direkt anschauen. Ist das nicht toll? Cool. Okay, dann kann ich von hier lesen. Wer zieht je auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Und Paulus, der Apostel, redet hier und er spricht zu den Korinthern. Und zwar, dass er zeigt ihnen auf, wie Unterstützung funktioniert, wie Support funktioniert. Wir haben letztes Mal haben wir gesagt, dass wir immer unseren Weinberg unterstützen sollten, weil der Weinberg braucht Pflege. Wie viele wissen das? Ein Weinberg braucht Pflege. Er braucht Erneuerung, er braucht Bepflanzung, er braucht Bebauung, Arbeit muss investiert werden. Und deine Gemeinde ist dein Weinberg. Halleluja. Und in deiner Gemeinde wird der beste Wein produziert. Amen. Amen. Denn das ist der Sinn eines Weinbergs. Und Paulus spricht das an. Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Isst nicht von dessen Frucht. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, nehmen wir die Frucht vom Weinberg entgegen. Und der neue Wein ist die Botschaft der Gnade. Ist das nicht gewaltig? The message of grace. Das ist der neue Wein. Und
man kann gar nicht genug bekommen von diesem Wein, stimmt's? Man kann gar nicht genug bekommen. Und man kann viel trinken und ab und zu kann man fast betrunken werden, weil die Botschaft so gut ist. Amen. Weil die Botschaft der Gnade so wunderbar und so gut ist. Lass uns weiterlesen, Vers 8. Sage ich das nur aus menschlicher Sicht? Siehst du, einige denken, nun redest du einfach über Geld. Ist das menschliche Sicht? Paulus hat die Frage schon aufgeworfen, weil er wegen demselben angeklagt wurde. Aber er redet nur über Geld, er redet nur über Finanzen. Deswegen ist es in der Bibel, weil er mit demselben zu tun hatte. Reden wir aus menschlicher Sicht oder sagt dies nicht aus, auch das Gesetz? Er bezieht sich sogar auf das Alte Testament. Sagt das nicht auch das Gesetz? Nun, was sagt das Gesetz? Nächster Vers. Ja, im Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, nicht das Maul verbinden. Wen meint er damit? Pastor Samuel und Pastor Michael, damit meint er sie. Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Im Moment wird gedroschen. Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen? Ochse ist ein Schimpfwort in unseren Kreisen, aber hier sind wir gerne Ochsen in diesem Moment. Und es ist eine Ehre, Amen, so genannt zu werden. Aber er sagt, wird dem Ochsen das Maul verbunden, der da drischt? Kümmert sich Gott um die Ochsen? Paulus war unterstützt von den Gemeinden, die er gründete. Okay? Und das ist das wunderbare Prinzip im Herrn. Das, siehst du, das ist nie Verlorenes, sondern wir geben und wir werden ernten. Saat und Ernte gilt in jedem Bereich. Preis dem Herrn. Und wir werden geben und wir werden ernten. Also es ist nicht etwas, das einfach nicht zurückkommt. Gott wird immer, Halleluja, das ehren, was wir aus Glauben tun. Gott ehrt Glauben, weil Glaube ihn ehrt. Gott ehrt deinen Glauben, weil dein Glaube ihn ehrt. Wenn du Glauben an ihn hast, ehrt das ihn. Er mag es. Und er hat diesen Weg gewählt. Vers 10. Oder sagt er das nicht vielmehr um unseretwillen? Siehst du, hier gibt er die Antwort. Er beantwortet, wer als Ochse gemeint ist. Denn es ist ja um unseretwillen geschrieben worden, der welcher pflügt, soll auf Hoffnung hin pflügen, und der welcher drischt, soll auf Hoffnung hin dreschen, dass er an seiner Hoffnung auch Anteil bekommt. Gott hat ein Herz für Prediger. Ist das nicht interessant? Hä? Wir betonen immer, dass Gott hat ein Herz für dich und Gott liebt dich. Aber er hat ein Herz für Prediger, das ist gut. Das beruhigt mich. Er hat ein großes Herz für Pastor Samuel. Er braucht es auch, glaub es mir. Glaub es mir. Aber ist es nicht wunderbar, dass wir da drin sogar uns wiedererkennen und das, was der Herr plant, wie er die Gemeinde versorgt. Wie er die Gemeinde versorgt. Nächster Vers, Vers 11. Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir von euch auch diejenigen für den Leib ernten. Siehst du, Saat und Ernte. Saat und Ernte ist da. Nächster Vers. Wenn andere an diesem Recht über euch Anteil haben, sollten wir es nicht viel eher haben, aber wir haben uns dieses Recht nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Jetzt bringt Paulus das ins Spiel, was er eine Zeit lang tat, denn als er neu diese Gemeinde gründete, war er Zeltmacher. Und oftmals, wenn man eine Gemeinde neu gründet oder ein Werk im Herrn, ein Dienst im Herrn neu gründet, dann trägt einem das nicht die ersten paar Jahre. Man investiert die Zeit an beiden Orten. Man arbeitet und man gründet und arbeitet an der Gemeinde. Und genau das hat Paulus gemacht. Im nächsten Vers, im Vers 13, sagt er, wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? Hier bezieht er sich wieder auf die Priesterschaft vom Gesetz des Alten Testaments. Tabernakel, erinnerst du dich an die Serie? Die Stiftshütte. Und dann zum Abschluss, Vers 14, so hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen.
vom Evangelium leben sollen. Und siehst du, das ist ein Highway, ein Two-Way-Highway. Denn das Leben fließt auf beide Seiten. Das Leben kommt vom Weinberg hin zu dir und auch wieder zurück. Highway, two ways. Das Evangelium lebt uns, belebt uns. Aber das Evangelium muss auch unterstützt werden, supported werden. Ich meine, das sind starke Aussagen hier. Nun, er sagt, er hat von all dem dann in diesem Moment, solange er arbeitete, nicht Gebrauch gemacht. Aber er hat es gesagt, haben wir nicht auch das Recht? Und das sind, siehst du, viele Leute wissen nicht, dass das in der Bibel ist. Aber der Herr kümmert sich um die Ochsen. Amen. Der Herr kümmert sich um die Ochsen. Und weißt du, wenn er sich um die Ochsen kümmert, kümmert er sich auch um die Schafe. Amen. Weil Schaf ist ein viel angenehmer Ausdruck. Amen. Viel angenehmer Ausdruck. Kümmert er sich um dich? Die Antwort ist ja. Kümmert er sich um mich? Die Antwort ist ebenfalls ja. Siehst du? Und wir können beides bejahen. Halleluja. Unser Herr hat immer für den Gläubigen ein gutes Leben geplant. Nie war die Absicht und der Plan von Gott, dass der Mensch und insbesondere natürlich der Gläubige ein bitteres Leben leben sollte. Denn wir haben das gesehen, als Israel zu den Wassern kam, zu Mara. Da war das Wasser bitter. Und das ist ein Bild von unserem heutigen Leben. Denn Mose warf das Holz ins Wasser. Und aus dem Bitteren wurde Süßes. Okay? Aus bitterem Wasser wurde süßes Wasser. Und das ist der Plan Gottes. Er möchte aus Bitterem Süßes machen. Und wenn es bittere Ströme gibt in deinem Leben, dann wirf das Holz, wirf das Kreuz in diese bitteren Ströme deines Lebens. Denn das Kreuz Jesu verändert alles. Halleluja. In dem Moment, wo Jesus in dein Leben kommt, wird das Leben versüßt. Wird das Leben süßlich. Sweet. Halleluja. Und nicht bitter. Und deswegen ist diese Geschichte von den bitteren Wassern von Mara ist in der Bibel. Und in dem Moment, wo Jesus das Holz, das Kreuz, das Erlösungswerk Jesus in unser Leben hineinkommt, kommt Süßes in unser Leben hinein. Und dann ist es einfach Geduld. Geduld zu haben und zu schauen, wie Jesus beginnt, die verschiedenen Bereiche unseres Lebens in Süßes zu verwandeln. Halleluja. In dem Moment, wo du Christ geworden bist, solltest du nicht mehr an Bitterkeit glauben. In dem Moment, wo du gläubig geworden bist, solltest du an Süßes glauben. Das frische Wasser, denn das ist, was ihnen nachfolgte in der Wüste. Den Israeliten folgte das frische Wasser und nicht das bittere Wasser. Wenn uns Jesus nachfolgt, folgt uns jeden Tag Fresh Grace. Jeden Tag taufrische Gnade. Amen. Fresh Grace jeden Tag, denn jeden Tag hat Israel frisches Manna bekommen. Und frisches Manna ist ein Bild, frisches Brot ist ein Bild von frischer Gnade jeden Tag in deinem Leben. Amen. Und am Sonntag Fresh Grace. Am Sonntag frische Gnade, am Montag frische Gnade, am Dienstag die ganze Woche frisches Manna. Frisches Brot. Deswegen ist es so gut, dass wir die Bücher haben, die Tagesandachtsbücher von Pastor Joseph Prince, dass wir die Tagesandachten auf unserer Internetseite haben. Jeden Tag kannst du frisch haben, frisches haben, Frischheit haben. Aber du musst hingehen und es auflesen. Okay? Das mussten sie tun, die Israeliten. Sie mussten es auflesen, sie mussten hingehen und es einsammeln. Preis dem Herrn. Also lies deine Tagesandacht. Schaue schnell die 5 Minuten im Internet nach, damit du frische Gnade bekommst, fresh grace. Denn Gott hat kein bitteres Leben geplant. Kein bitteres Leben für uns, sondern ein frisches Leben. Ein süßliches Leben. Weißt du, was der Hauptgrund ist, weswegen das Menschen leiden in ihrem Leben? Falsche Entscheidungen von früher. Das ist der Hauptgrund. Das ist der Nummer 1 Grund, warum die meisten Menschen auf dieser Erde heute noch leiden. Wegen falschen Entscheidungen, schlechten Entscheidungen, die sie getroffen haben.
Okay? Deswegen überleg dir immer, welche Entscheidung, dass du triffst. Überleg dir immer, welche Entscheidung, die Entscheidung, die du triffst, was sie für Auswirkungen hat in der Zukunft. Denn Weisheit, und wir haben die Weisheit Gottes empfangen, Weisheit sieht voraus. Das ist Weisheit. Weisheit umschrieben in einer Nussschale bedeutet, man sieht den Ausgang von Dingen. Man sieht voraus, man sieht, wie das Ding enden wird. Okay? Und oftmals ist es so klar, wie etwas ausgehen wird, und trotzdem fällt man die falsche Entscheidung. Weil Gefühle, Emotionen, eigener Wille und eigene Wege mit hineinspielen. Aber das sollte nicht sein. Okay? Gott hat uns den Sinn Christi gegeben. Mit seinem und durch seinen Sinn hast du die Fähigkeit, immer die richtigen Entscheidungen zu fällen. Preis dem Herrn. Und wenn du eine falsche Entscheidung gefällt hast, dann musst du das Holz in das Wasser werfen. Amen. Das Kreuz in das Wasser hineinwerfen. Denn eine falsche Entscheidung ist nicht das Ende deines Lebens. Amen. Alle waren ganz angespannt. Der Herr kann auch falsche Entscheidungen Bitteres in Süßes umwandeln. Okay? Aber lass uns weise sein. Siehst du, Jesus sagt, wir sollen weise sein wie die Tauben. Lass uns weise sein und nicht einfach Dinge einfach blind und gedankenlos tun. Okay? Weisheit ist genauso wichtig, wie Gottes Gnade zu haben, Gottes Vergebung zu haben, Gottes Liebe zu kennen, ist die Weisheit genauso wichtig. Also es wäre Torheit, einfach in etwas hineinzustolpern und zu denken, ja, Gottes Gnade ist ja dann schon da. Stimmt? Siehst du, je mehr du über Gnade weißt, je mehr du über Gnade und in Gnade gefestigt und gegründet wirst, Gottes Gunst in deinem Leben erlebst, desto mehr du davon weißt, okay, gibt es weniger Entschuldigungen. Okay, lass mich es so sagen. Was ich beobachte, ist, viele Menschen heute, die in die Gnadenbewegung hineinkommen, sie picken das raus, was ihnen gefällt. Und das ist nicht richtig. Gnade ist eine kompakte Botschaft. Mit allen Facetten. Okay? Compact. Kompakt, vollkommen. Und es gibt verschiedene Bereiche. Und Gnade ist, hör mir gut zu, Gnade ist kein Selbstbedienungsladen. Okay? Self-Service-Shop. Gnade ist kein Selbstbedienungsladen. Glaube die ganze Botschaft der Gnade. Und nicht nur das, was dir gefällt oder das, was für dich dir gut tut. Gnade ist kompakt. Gnade kennt viele Seiten. Okay? Und deswegen ist es wichtig, dass wir die ganze Botschaft von Grace sehen und nicht nur das nehmen, was wir rausnehmen wollen. Weil erst dann hat Gnade seine volle Kraft und wird seine volle Kraft entfalten können. Wenn wir das Ganze sehen, praise the Lord. Halleluja. Und deswegen sage ich, glaube dem Herrn, dass wenn falsche Entscheidungen gemacht hast, er diese verwandeln wird. Wirf das Holz in die Situation. Aber zukünftig, be wise. Sei weise. Okay? Sei weise, bete, don't move before you have an answer. Beweg dich nicht, bevor du eine Antwort vom Herrn hast. Entscheide nicht, bevor du ganz sicher bist. Okay? Ich weiß, im Moment klingt es nicht sehr prickelnd, aber eines Tages wirst du mir danken für das, für die letzten 10 Minuten. Halleluja. Und wenn wir Fehler gemacht haben, ist Gottes Gnade da, ist seine Vergebung da. Preis dem Herrn. Und ist das Holz da, das Kreuz da, das Bitteres in Süßes verwandelt. Weißt du, was das Hauptproblem von Israel war? Sie dachten, der Herr sei zornig auf sie. Das war ihr Hauptproblem.
Sie dachten, wir haben das letztes Mal angeschaut, du erinnerst dich vom letzten Mal. Der Herr ist uns Gram. Der Herr hasst uns. Das ist, was sie sagen. Das sehen wir im 5. Buch Mose im Alten Testament. Das war ihr Glaube, der Herr hasst uns. Er ist zornig auf uns. Er hat uns auf der Latte. Er hat uns auf dem Kicker. Und er will mit uns nichts mehr zu tun haben. Das war ihr Bild, das sie hatten. Der Herr ist uns Gram. Aber das ist die Good News. Gott könnte nie dein Heiler sein, wenn er zornig auf dich ist. Amen. Gott ist nicht zornig auf uns. Der himmlische Vater ist niemals zornig auf uns. Never, ever. Halleluja. Erinnerst du dich an den Regenbogen? Jedes Mal, wenn du ihn siehst, sagt er etwas. Weißt du, was er sagt? No more wrath. Nie mehr Zorn. Nie mehr Gericht. Nie mehr Judgment. Nie mehr wie zu den Zeiten Noahs. No more. Nicht mehr. Jedes Mal, wenn du den Regenbogen siehst, erinnere dich daran, dass Gott dich nur noch eins tut, lieben. Amen. Amen. Lieben. Jedes Mal, wenn der Regenbogen am Himmel erscheint, preis dem Herrn, ist es ein großer Beweis seiner Liebe und seiner Gnade, die er zu dir hat. Amen. Aber die Israeliten, sie dachten, der Herr ist uns Gram und er ist zornig auf uns. Wir alle kennen das Gefühl des Zorns, stimmt's? Vor allem Männer. Wenn es nicht so läuft, wie du willst. Kennst du das? Wenn du vorausgehst und sie kommen nicht mit. Dann kommen so Kommentare wie die Dampflocke gibt Gas. Come on. Die Dampflocke wurde nie gebaut, um zu cruisen. Die Dampflocke wurde gebaut für Stoff. So, wir alle kennen das Gefühl des Zorns. Und wir alle wissen, was Zorn ist. Und siehst du, weil wir wissen, was Zorn ist, weil wir menschlichen Zorn kennen, übertragen wir das oftmals in unserem Glauben auf Gott. Und wir denken, so wie wir zornig sind, ist auch er auf uns vielleicht zornig. Und das ist ein falsches Bild. Übertrag nie die menschlichen Bilder auf Gott. Viele Menschen, die keinen richtigen Vater hatten, leiden heute noch darunter und haben Mühe, den himmlischen Vater zu akzeptieren, weil sie versuchen, das menschliche Bild auf das göttliche zu übertragen. Und das wird nie funktionieren. Auch keine Seelsorge kann das lösen, sondern nur die Erneuerung des Sinnes aus Gottes Wort, die dir aufzeigt, wer und was der himmlische Vater ist und wie sehr er dich liebt. Amen. Nur Gottes Wort kann das falsche Bild in uns verändern. Gestern waren wir in Holland und Pastor Samuel hatte 8 Stunden lang auf Englisch über das Thema The Heavenly Father gepredigt. Der himmlische Vater. Und preis dem Herrn. Das war ein Home Run. Kein Eigentor. Ein Home Run. Das bedeutet, die Botschaft ist angekommen. Die Botschaft ist angekommen. Und nur so verändern wir unser Bild von unserem himmlischen Vater. Nicht, weil wir übertragen, nicht, weil wir projizieren. Und oftmals tun wir das eben nicht. Wenn wir Zorn spüren, wenn wir Zorn fühlen oder wir sind zornig, dann denken wir, Gott ist vielleicht genauso zu uns. Aber hast du gewusst, dass Zorn in sich selber, selbst menschlicher Zorn, ist noch keine Sünde? Weißt du, was die Bibel sagt? Gehen wir zum Epheser. Zum 4. Kapitel. Und schau an, was die Bibel sagt. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Zorn ist noch keine Sünde. Gefühl des Zorns zu haben, ist keine Sünde, denn er sagt, wenn ihr zornig seid, dann schaut, dass ihr nicht sündigt. Nun kann man mit Zorn sündigen, ja. Aber Zorn sollte nicht unbedingt zur Sünde führen. Denn es gibt einen Grund für Zorn. Hast du das gewusst? Du musst nur lernen, den Zorn in die richtigen Kanäle zu lenken. Denn Jesus selbst war auch zornig.
Du musst nur lernen, es in den richtigen Kanal zu lenken. Denn er sagt weiter, you know, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Also bevor du schlafen gehst. Okay? Geh nicht so ins Bett, weil dann kannst du nicht schlafen. Sondern legt ihn ab, bevor du schlafen gehst. Und er sagt, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Zwei Dinge, die du wissen musst. Nummer eins, Zorn in sich selber ist keine Sünde. Du musst wissen, weswegen es Zorn gibt. Und heute werde ich dir zeigen, weswegen es Zorn gibt. Okay? Und das bedeutet nicht gleich, dass du dich versündigst mit Zorn. Okay? Denn wenn du weißt, wie du es kanalisieren kannst, indem wir sehen, was Jesus tat. Als Jesus, lass mich vor den Ball vorlegen, Pass zuspielen. Nachdem Jesus zornig war, fand eine Heilung statt. Und in einem Moment schauen wir das an. Okay? Und er sagt, gib dem Teufel keinen Raum. Du musst lediglich schauen, dass der Zorn keine Wurzel in deinem Herzen greift. That's the deal. Denn dann würden wir dem Teufel Raum geben, wenn der Zorn sich als Wurzel in unserem Herzen festsetzen würde. Dann werden Menschen bitter. Dann verschließen sie sich. Dann werden sie zu. Okay? Dann werden sie bitter. Was ist der Grund für Zorn? Du musst wissen, dass wir den Zorn richtig kanalisieren müssen. Zorn ist kein Gefühl, das wir gegenüber Menschen einsetzen sollten. Hörst du mir zu? Zorn ist kein Gefühl, das wir gegenüber Menschen einsetzen sollten. Aber gegen die widrigen Umstände des Lebens, gegen den Teufel und seine Kohorten, dort sollten wir Zorn einsetzen können. Das bedeutet nicht, dass wir jeden Tag im Zorn leben. Aber wenn der Teufel dich mit einer Krankheit angreift, solltest du nicht hier stehen und Gesera, Sera von Doris Day singen. So ist es, wie es ist. Nein, all dein Wut, all dein Ärger wegen dieser Krankheit, die dich einschränkt, ist jetzt da, damit du dagegen etwas tun kannst. Richtiger Zorn, richtig eingesetzt, kann zur Heilung führen. Haben wir ein interessantes Thema heute, oder nicht? Haben wir ein interessantes Thema? Absolut. Absolut. Siehst du, dann, wenn Leute einfach annehmen, alles ist von Gott und Gott weiß, was er tut und sie nehmen alles an, alles Böse, alles Schlechte, der Herr hat es gegeben. Was ist das Nächste? Aber der Herr hat es mir wieder genommen. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Wer hat das gesagt? Hiob. Ganz genau. Weil es so berühmt ist, weißt du sogar, wer es gesagt hat in der Bibel, denn meistens weißt du nicht, wer es gesagt hat. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Und das ist genau dieses Bild. Manchmal gibt Gott, manchmal nimmt er Gott. Nimmt unser Gott. Das ist, was die Israeliten dachten. Der Herr ist uns Gram. Er gibt uns gute Dinge und er nimmt von uns, weil er uns Gram ist, weil er uns hasst. Aber das ist nicht das Richtige. Das ist nicht das Richtige. Erinnerst du, als Jesus den Menschen mit der verdorrten Hand heilt? Lass uns dorthin gehen. Markus, drittes Kapitel. Und wir lesen Verse 1 bis Verse 5. Und er ging wiederum in die Synagoge. Und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen konnten. Sie lauerten ihm auf, denn das ist das größte Verbot, das es gibt. Denn Ehre, den Heiligen, den Sabbat gehört zu den Big Ten. Okay? Zu den 10 Geboten. Und den Sabbat zu brechen, oh boy, das ist Big Time.
Das ist Hochverrat. Hochverrat. Den Sabbat zu brechen. Und ist es nicht erstaunlich, wie die Herzen so hart geworden sind, dass sie sogar etwas Gutes tun am Sabbat verurteilen? Dass sie sogar, als Jesus an diesem heiligen Tag eine Heilung wirken wollte, dass sie das völlig aus der Fassung gebracht hat. Und dass sie so weit gekommen sind und ihr Herz so verhärtet war, dass sie ihn darüber anklagten. Also sie lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen können. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte, und er spricht zu ihnen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und dann sagt er im nächsten Vers, und indem er sie ringsumher mit was ansah? Mit Zorn. Mit Zorn ansah, und jetzt hör mir gut zu, nicht weil er zornig war auf den Mensch, sondern wegen der Betrübtheit, wegen der Verstocktheit ihres Herzens. Das, was der Teufel getan hat, machte ihn zornig. Wie weit ein Mensch kommen kann, machte Jesus zornig. Wie niedrig ein Mensch vom Teufel hineingeritten werden kann, wie niedrig er fallen kann, dass ein anderer, der da ist, der unbedingt Hilfe braucht, der Jahre und Jahrzehnte gelähmt ist, der Jahre und Jahrzehnte behindert ist, und es geht um einen Tag und nicht um die Person, das machte Jesus zornig. Gesetzlichkeit ist etwas, das den einzelnen Menschen extrem bitter, anklagend machen kann, dass er konstant andere verklagt. Das ist ein Resultat ihrer Gesetzlichkeit. Die Verstocktheit ihres Herzens. Er sprach zu dem Menschen, strecke deine Hand aus, und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Dieser Zorn führte zu einer Heilung. Ist das nicht interessant? Weißt du, warum das Jesus zornig war? Wegen der Abwesenheit von Gnade. Das machte ihn zornig. Wegen des Nicht-Vorhandenseins von Grace in dieser Situation. Wegen des Nicht-Vorhandenseins von Gnade. Das machte ihn zornig. Die Abwesenheit von Gnade, von Gottes Güte, Compassion und Barmherzigkeit lässt uns zornig werden. Denn dann sehen wir, geschieht ein Unrecht. Wegen der Abwesenheit. Wow. Also wann war Jesus zornig? Als er sah, dass keine Gnade da war. Denn er ist Gnade in Person. Er ist die Person. Grace has a face. Gnade steht vor ihnen. Gnade ist bereit, das Größte zu tun für diesen Menschen, was ihm je passiert ist. Und sie können nur fragen, ist es richtig, am Sabbat zu heilen? Du gehst zu weit. Bist du mehr als der Sabbat? Das machte ihn zornig. Absenz von Grace. Interessant, hä? Absenz von Grace.
Und hier drin sehen wir, was der Zorn im Leben eines Menschen, wenn er richtig kanalisiert wird, bewirken kann. Nimm nicht einfach alles hin, was passiert. Wenn dein Körper nicht funktioniert, wie er sollte, solltest du wütend werden. Und sagen, Kniekehle, du bestimmst nicht mein Leben. Niere, funktioniere. Okay. Speak to it. Sprich zu deinem Körper. Sprich zu deinem Körper und akzeptier nicht die faulen Angriffe des Teufels. Dein Körper hat wegen dem Kreuz, wegen dem Abendmahl, wegen Jesu Körper jegliches Anrecht, geheilt zu sein. You are healed. Du bist geheilt. Amen. In letzter Zeit macht mir mein Knie Problem. Und je länger ich darüber nachdenke, desto wütender werde ich. Denn ich kann nicht mehr wandern gehen. Oder dies und das tun. Was mache ich jetzt? Que sera, sera. Es wird immer so sein, wie es ist. Und es wird immer so bleiben, wie es ist. Es ist kein neuer Song vom Worship. Sondern ich muss sagen, Knie, in Jesu Namen, sei geheilt. Und ich muss an den Punkt kommen, wo ich es nicht einfach akzeptiere. Und du musst an den Punkt kommen, wo du es nicht, wo du nicht einfach mit dir machen lässt, was so geschieht. Denn die Neuroimmunologie hat herausgefunden, die neuropsychologische Immunologie, immunologisch, psychologisch, neurologisch, typologisch. Du weißt, was ich meine, ja? Hat herausgefunden, dass dein Immunsystem gestärkt wird, wenn du richtig denkst. Und vor allem, wenn du richtig glaubst. Denn das, was wir glauben, zu dem werden wir. Studien haben ergeben, dass Christen, die beten, viel gesünder sind. Interessant, hä? Christen, die beten, viel gesünder sind. Nicht einfach generell, sondern die beten, viel gesünder sind. Dein Immunsystem wird gestärkt, wenn du Gott nicht als zornigen Gott siehst, sondern als liebenden, heilenden Gott. Halleluja. Das ist einer der Gründe, warum im Leib Christi so viel Krankheit vorhanden ist, wegen falscher Lehre und falschen Bildern. Das ist einer der Gründe. All die Dinge, die man hört, schrecklich, traurig, zum Teil fast unglaublich. Aber all die falschen Bilder, die da sind, terrible, terrible, schrecklich. Aber in dem Moment, wo wir wissen, er ist für uns und nicht gegen uns. In dem Moment, wo wir wissen, er ist mein Heiler. Er hat gesagt, ich bin Jahwe Rapha. Und als Jesus am Kreuz war, nahm er nicht nur all meine Sünden, er nahm all meine Krankheiten auf mich. Weil der Herr gesagt hat, dass er alle die Krankheiten der Ägypter nicht auf sie legen wird, weil all die Krankheiten der Ägypter wurden auf Jesus gelegt. Halleluja. Als Jesus am Kreuz war. Hast du bemerkt, dass es nie heißt in der Bibel, die Krankheiten Israels? Never ever heißt es die Krankheiten Israels. Es heißt immer die Krankheiten Ägyptens, weil ein Ägypten ein Bild für die Welt ist. Krankheit ist Teil der Welt. Für den Gläubigen ist Heilung. Yahweh Rapha, Yahweh Rapha. I am the Lord, your healer. 1. Mose 15, 26, falls du es mir nicht glaubst. Lies es selber nach. Ich bin der Herr, dein Arzt. Das ist die Wahrheit für dich und mich. Halleluja. Und falls du angegriffen wirst, solltest du so viel Wut bekommen, dass du sagst, der Herr ist mein Arzt. Amen.
Und du kannst nicht bleiben, egal ob es das Knie ist, der linke Zeh, der kleine Finger, das obere Auge. Das das dritte Auge, was du auch immer hast. It's all good. Der Herr ist mein Arzt. Amen. Also in dem Moment, wo wir es richtig kanalisieren, verstehst du, was ich sagen will? In dem Moment, wo wir es richtig kanalisieren, diesen Zorn, kann eine Heilung entstehen. Amen. Denn das passierte bei Jesus, stimmt's? Eine Heilung ist entstanden. Preis dem Herrn. Gott ist nie zornig auf dich. Aber er eifert nach dir. Er eifert nach dir. Er will alles von dir. Er möchte eine Beziehung nach dir. Und deswegen ist er ein eifernder Gott. Ein eifersüchtiger Gott. Er will nichts zwischen dir und ihm haben. Sondern er will dich ganz haben. Halleluja. Der Herr eifert nach dir. Und er begehrt nach dir. Siehst du, wenn Leute hören, Gott ist ein eifersüchtiger Gott, dann sofort denken sie da negativ. Er eifert nach dir. Er hat so sehr Begehren nach dir. Das weißt du, was er tut? Look at this. Jakobus 4, Vers 5. Jakobus 4, Vers 5. Meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Im Alten Testament, weißt du, heißt es, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und im Neuen Testament lesen wir, er hat ein eifersüchtiges Verlangen nach dem Geist, der in uns wohnt. Wie viele verstehen diese Stelle? Siehst du, keine, ein paar mutige Hände gehen hoch, die von Pastor Samuel. Wie viele verstehen diese Stelle? Die ist schwierig, stimmt? Die ist ziemlich schwierig und ich muss bekennen, für Jahre habe ich sie nicht verstanden. Für Jahre habe ich sie nicht verstanden. Was will er hier sagen? Was will er hier sagen? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Okay, was bedeutet das? Aber die wahre Bedeutung kommt erst, wenn du den Zusammenhang vom nächsten Vers siehst. Vom Vers 6. Denn dort sagt er, umso reicher aber ist die Grace. Die Gnade. Umso ist ein Verbindungswort. Umso reicher ist die Gnade. Können wir das zusammen haben? In einem, in zwei, beide Verse. Umso. Siehst du, das geht zusammen. Also er sagt zuerst im Vers 5, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Wenn du eine Bibelstelle verstehen willst, musst du die Regeln anwenden, um sie verstehen zu können. Denn ich habe schon mal gesagt, das Was ist nicht immer das Wichtigste, was gesagt wurde, sondern das Warum. Zu wem und in welchem Kontext. Das ist erst dann verstehst du es. Siehst du, Jakobus ist der Gemeindeleiter von der Kirche in Jerusalem. Und du musst verstehen, dass die Kirche, die Gemeinde in Jerusalem, war eine komplett vermischte Gemeinde von Gesetzlichkeit und Gnade vermischt. Da gab es Menschen, die waren voll unter dem Gesetz. Da gab es Parteien. Parteiungen von Leuten, die sagten, wir müssen alle 10 Gebote halten. Und dann gab es die Gruppe von Menschen, die sagte, aber wir sind gerettet durch die Gnade des Herrn Jesus Christus allein. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Jesus hat das Gebot erfüllt. Da gab es verschiedene Schattierungen und Gruppierungen, verschiedene Gemeinden in der Gemeinde. Und das Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 offenbart uns das. Denn das ist in Jerusalem und Jakobus ist der Chef, die Dampflocke. Und er hat mit all diesen Schattierungen, Meinungen und Ansichten zu tun.
politisches Spektrum, würden wir sagen, von ganz links bis ganz außen rechts. Er hatte alle Schattierungen mit zu tun. Das heißt, Jakobus in seinem Brief, das ist sein Brief, adressiert, und das siehst du am Anfang des Briefes, in erster Linie die Hebräer. Das heißt, er adressiert die Juden, die in seiner Gemeinde waren und die noch immer mit einem Bein im Gesetz waren. Er spricht schon zu den Gläubigen, aber er adressiert die Vermischten. Ein Bein noch im Gesetz Mose, das andere Bein bei Jesus. Aber hast du gewusst, wenn du mit Mose flirtest, betrügst du Jesus? Mit dem Gesetz zu flirten, ist Gnade zu betrügen. Denn Grace ist durch den Sohn Gottes gekommen. Gnade kam durch einen Knecht Gottes. Come on. Menschen wollen unter Knechtschaft sein. Nicht der Knecht brachte Grace, der Sohn brachte Gnade. Sein eigener Sohn, Gottes Sohn, brachte Gnade und nicht irgendein Knecht. Verstehst du? Und Leute wählen immer noch teilweise unter der Knechtschaft zu sein. Der Sohn brachte Gnade. Wow. Jesus brachte Gnade. Und er sagt, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt, umso reicher aber ist die Gnade. Weißt du, was der Geist eifersüchtig in uns behütet und bewahrt und darauf achtet? Auf Grace? Eifersüchtig bewacht er die Gnade in uns. Der Geist Gottes eifrig wacht über den neuen Bund. Halleluja. Denn wenn du mit Mose flirtest, ist jemand eifersüchtig. Mit Mose mit dem Gesetz zu flirten, ist gleich wie wenn wir Jesus betrügen. Zu wem redet er? Nochmal zurück zur Erklärung. Zu wem redet er? Zu Menschen, die vermischt sind. Zu Menschen, die mit beiden Beinen in einem stehen. Und er sagt jetzt, meine Güte, Jungs, Leute, hört ihr, versteht ihr nicht? Früher wolltet ihr das Gesetz halten. Heute ist das Gesetz in euer Herz geschrieben durch den Heiligen Geist. Dieser Geist heute in euch ersetzt die 10 Gebote und er wird nichts dazwischen lassen. Wow. Der Geist wacht eifern über den neuen Bund der Gnade. Der Geist wacht eifern über den neuen Bund der Gnade. Nichts wird Gnade verschmähen oder angreifen können. Weil der Heilige Geist persönlich und eifrig über seine Gnade wacht. Denn im Hebräer sagt es oder heißt es, er ist der Geist der Gnade. Und sie sollen den Geist der Gnade nicht schmähen, indem sie ihn ablehnen, den neuen Bund ablehnen und weiter im alten bleiben wollen. Als der Vorhang zerriss im Tempel, als Jesus sagte, it is finished, es ist vollbracht, zerriss der Vorhang im Tempel. Der neue Bund ist da. Und der alte ist endgültig zum Ende gekommen, zum Stillstand. Und jetzt gibt es Menschen 30, 40, 50 Jahre später, die trotzdem zurück wollen und wieder mit einem Bein oder mit zwei Beinen oder sogar die Gläubigen jetzt in Christus wieder zurückziehen wollen ins Gesetz. Und Gott sagt, nein, nein, nein,
Mein Geist, der heute in dir ist, wacht so eifersüchtig über diese Gnade. Denn Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Gott liebt Grace. Gott ist in Grace verliebt. Und er küsst dich jeden Tag mit dem Kuss der Gnade. Denn Jakob liebte Rahel. Aber Lea hatte matte Augen, ein mattes Angesicht. Jakob steht für den himmlischen Vater. Rahel steht für die Benjamin Generation, für Gottes Gnade, die die Benjamin Generation zum Leben bringt. Lea steht für das Gesetz, denn von Lea kamen die zehn Stämme Israels. Zehn, ein Zeichen, ein Bild für die zehn Gebote. Von Rahel kamen die anderen zwei Jungs, Josef und Benjamin. So gibt es 12 Stämme von Israels. Aber von Lea kamen 10, ein Bild für das Gesetz, die 10 Gebote. Aber Josef und Benjamin kamen durch Rahel. Halleluja. Sind in der Blutslinie von Gottes Gnade. Und nicht in der Blutslinie des Gesetzes. Preis dem Herrn. So eifersüchtig. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Was bedeutet das? Eifrig will er Grace in dir zur Entfaltung bringen. Eifrig will er, dass du nur in Gnade verliebt bist. Dass du hot bist. Haben wir einige heiße Leute hier. Amen. Heiß für Gnade bist. Meine Frau ist heiß. Amen. Amen. Hot for Grace. Halleluja. Praise the Lord. Hey, nächste Woche gibt es eine Überraschung. Okay, ja nicht verpassen. Ja nicht verpassen. Okay? Unbedingt in deinem Kalender markieren. Nächste Woche gibt es eine Überraschung. Preis dem Herrn. Ich verrate nicht was. Praise the Lord. Amen. Sie ist heiß für Gnade. Amen. Und das macht sie so heiß. Amen. Hot for Grace. Come on, Eifersucht. Wer kennt das Gefühl von Eifersucht? Alle Frauen. Ding, 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 ding. Alle Fächer. Drrr. Stimmt? Gar nicht recht? Keine Ahnung. Alle Männer. Hü. Auch der Mann kann es spüren. Stimmt. Aber du kennst, stimmt's? Du kennst Eifersucht. Du kennst diese Eifersucht. Jetzt stell dir vor, Gott ist eifersüchtig, nicht wie wir Menschen eifersüchtig sind über einen anderen Menschen, sondern er ist eifert nach dir und mir. Und sein Eifer ist immer Richtung Gottes Gnade. Wow. Umso reicher aber ist die Gnade. Weißt du, was es in der Elberfelder Übersetzung heißt? Im Jakobus 4, Vers 6. Alle okay? Langweilig euch? Alle gut? Okay? So, weil einige sind da. Früher habe ich mich aufgeregt. Heute schläfst du unter der Salbung. Amen. Besser als unter der Sportschau. Jakobus 4, Vers 6. Er gibt aber desto größere Gnade. Ist es wahr? Ha. Das war erst die Einleitung. Ja. Okay, nächstes Mal. Jakobus 4, Vers 6. Schließen wir mit dem ab. Er gibt aber desto größere Gnade. Siehst du dieses Wort, desto größere? Das ist Elberfelder Übersetzung. In der Schlachter Übersetzung heißt es, er gibt reichlich Gnade. Umso reicher, stimmt's? Umso reicher. Hier heißt es, er gibt desto größere. Größere. Okay? Ich habe Kinder. 10 und 12. Und viele von euch haben auch Kinder. Kleinere, ältere. Und es gibt ein Wort, das sie oft gebrauchen. Und das Wort ist mega. Papi ist mega. Papi, wir gehen Champions League schauen, ist mega. Ich habe übrigens die Tickets. Yes. Aber ich bin nicht für Basel, verstehe mich hier nicht falsch.
Als Zürcher für Basel sein? Hallo. Aber ich bin trotzdem Mitglied geworden. Oh boy. All unsere Freunde aus Basel, die per Video zugeschaltet sind, vergebt mir. Man nennt das Kantonsstolz. Oder Kantönligeist. Mega ist ein Wort, das sie ständig gebrauchen. Ist es nicht ein Modewort von unserer Generation? Sogar du brauchst es. Wenn ich Andrea anschaue, dann ihr braucht es sogar. Stimmt's? Sogar Gusti braucht es. Mega. Er aber gibt desto größere Gnade. Das griechische Wort ist maizon, für größer oder reichlicher. Und maizon kommt vom Wurzelwort megas. Er aber gibt mega Gnade. Come on. Gnade ist nicht Gnade als Thema. Gnade ist einfach nur... Mega. Okay, nochmals, ihr könnt es alle. Gnade ist... Mega. Mega, ganz genau. Gnade ist mega. Preis dem Herrn. Megas ist das Wurzelwort. Mein Sohn ist eine Abstammung davon. Er aber gibt mega Gnade. Weil der Geist mega in dir darauf achtet, dich mega segnen zu wollen. Und dich mega darüber hinaus zu katapultieren, über das Übliche hinaus. Mega, mega will er das tun. Und mega wird er das tun. Jetzt haben wir schon zwei Wörter für Gnade. Hey und mega. Hey, es ist mega. Das hebräische Wort für Gnade oder für den Buchstaben der Gnade ist das Hey, okay? Das He, Hey. Und man schreibt es H-E-Y, Hey. Das ist der hebräische Buchstabe, das Hey für Grace. Mega Gnade gibt er, Hey. Er gibt mega Gnade. Und er sagt es, deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade, den Demütigen gibt er mega Gnade. Halleluja. Und weißt du, es ist ein Akt und Schritt der Demut, sich vom Gesetz zu lösen. Und zu sagen, das Gesetz kann mich nicht gerecht machen, meine Werke können mich nicht gerecht machen, mein Self-Effort kann mich niemals rechtfertigen, sondern nur allein Christus. Ich kann nichts dazu tun, um besser zu werden, um gerechter zu werden, sondern er hat alles bereits getan, damit ich so sein kann. Dieser Schritt in seine Hände ist Grace. Dieser Schritt in seine Hände ist Demut. Dieser Schritt in seine Hände ist ein Akt der Demut. Und vor allem dann, wenn du Menschen hörst, wie sie sagen, ja, aber du musst gleich etwas musst noch machen. Etwas musst noch machen. Etwas. Für unsere deutschen Freunde, etwas bedeutet etwas. Man muss doch noch was tun. Etwas. Es ist doch noch Jesus und etwas. Ja, es ist Jesus plus nichts. That's it. Es ist Jesus plus nichts. Und dieser Schritt, wegkommen vom Öppis, bringt Demut und ist Demut. Halleluja. Und über das eifrig wacht der Geist in uns. Dass der neue Bund in uns so zur Entfaltung kommt, so zur kristallklar wird, dass nichts dazwischen funken kann. Denn der Geist der Gnade kann geschmäht werden. Der Geist der Gnade kann betrübt werden.
Der Geist der Gnade kann verletzt werden. Aber der Herr liebt unsere Gegenwart so eifrig, dass er nur dich alleine will und nicht noch etwas dazu. Weißt du, Mose brachte 10. Mose brachte 10. Dann kamen 603 dazu. Gott sandte 1. Jesus. Mose kam mit 2 Steintafeln, mit 2 Sets vom Berg, vom Sinai. Eine Kopie für Gott, eine Kopie für uns Menschen. Denn ein Vertrag hat Kopien, stimmt's? Also doppelte Ausführung, muss ich sagen. Zweifache Ausführung. Und darauf waren 10. Mose kam mit 10. Gott sandte 1. Gnade ist immer 1. Es ist nicht das oder das. Hin oder her. Siehst du, was ist Zweifel? Zweifel ist, Jakobus sagt es am Anfang seines Briefes, ist hin und her getrieben zu sein. Auf diesen Wellen, wie im Meer. Auf den großen Wellen. Ein Boot ist hin und her getrieben. Der Zweifler ist hin und her getrieben. Ein Zweifler ist auf und ab. Auf und ab. Hin und her. Und Jesus kam und machte dem Hin und dem Her durch das Kreuz vom Auf und Ab von unserem Leben ein Ende. Halleluja. Nie mehr hin und her zwischen Gesetz und Gnade. Zwischen einmal Gesetz fühlen, einmal Gnade fühlen. Hin und her. Jesus kam und das Kreuz erledigte. Halleluja, das Hin und Her. Dass du nicht mehr hin und her geworfen wirst und auf und ab bist, denn das Kreuz ist statisch. Das Kreuz bewegt sich nicht mehr. Das Kreuz schaukelt nicht. Das Kreuz geht nicht auf und ab. Das Kreuz, das Holz ist psch. Und das Hin und Her, das Zweifeln, das Auf und Ab hört auf durch das Kreuz. Das Hin und Her hört auf durch Grace. Amen, Amen. Das Hin und Her hört auf durch das Kreuz. Ist das nicht großartig? Desto mega Gnade gibt er, denn den Demütigen gibt er Gnade. Halleluja. Preis dem Herrn. Demut bedeutet nicht, dass du weniger von dir selbst denkst. Demut bedeutet, dass du weniger an dich selbst denkst. Okay? Sollten wir irgendwann eine Serie über Demut anfangen? Ja, stimmt. Du beginnst, ne? In einer Woche. Du hast morgen noch Zeit, dich anzumelden. Der Kult. Stimmt, in einer Woche beginnt er. Perfektes Timing. Weil Pastor Samuel hat den Kurs Kultur der Demut. Demut bedeutet nicht, wenig von sich zu halten, denn Jesus hat aus dir etwas gemacht. Du solltest keine niedrige Gesinnung von dir selber haben. Du solltest nicht weniger von dir denken, denn Jesus hat alles gegeben, damit du jemand bist. Aber du solltest etwas weniger an dich denken und etwas mehr an den anderen. Das ist Demut. Achtet einander höher als sich selbst. Bevorzugt einander. Denke an den anderen zuerst. Halleluja. Das ist wahre Demut. Thank you, Jesus. Denn der Demütige, siehst du, wenn wir mehr an den anderen denken, wird mega, mega Gnade in unserem Leben entstehen. Wenn wir den anderen mehr bevorzugen, wenn wir mehr sogar um den anderen kümmern, an andere denken, dann wird das mega Gnade auslösen. Thank you, Jesus. Halleluja.
Preis dem Herrn. Erinnerst du dich an den Feldhauptmann Naaman? Wir haben die Zeit, nicht die ganze Geschichte zu lesen, aber der Feldhauptmann Naaman war ein syrischer General. Und der Feldhauptmann Naaman als syrischer General, er hatte Aussatz. Er war aussätzig geworden. Und dieser Hauptmann, dieser General, konnte nicht geheilt werden. Außer ein Weg. Er wusste, wenn er zum Propheten Elia gehen würde, der kann ihn heilen. Und er ging zum Propheten Elia, der Feldhauptmann Naaman. Er fuhr vor mit seinem ganzen Tross und Koloss. Alles war da. Secret Service, FBI, CIA, alles war da. Helikopter flogen ein. Navy Seals sicherten alles vorher ab. Green Berets waren auf der Seite. Okay, etwas ausgeholt, aber es ist gut. Das ist der General, der kommt. The General. Denkst du, der kommt allein? Der kommt mit seiner ganzen Batterie. Der kommt nicht alleine. Er kommt mit seinem ganzen Tross. Und er kam zu Elia. Und Elia sagte, das ist, was wir machen. In den Jordan gehen wir. In den, was? In den Jordan? Dieser dreckige, stinkende Fluss? In den Jordan? Wir haben viel bessere Flüsse in Damaskus. In den Jordan gehen wir. General. Der General steht da. Und es hat ihm überhaupt nicht gepasst, in den Jordan zu gehen mit dem Propheten. Denn er ist der General. Er badet in Chanel. Und nicht in Jordan. Und der Jordan ist nicht der sauberste Fluss. Elia sagte, in den Jordan. Weißt du, weswegen Naaman in den Jordan gehen musste? Weil Gott den Finger auf seinem Problem hatte. Stolz. Stolz. Das war sein Nummer eins Problem. Pride. Was ist das Gegenteil von Stolz? Demut. Ist das Gegenteil von Hochmut? Demut. Siehst du? Stolz ist das Gegenteil von Demut. Dem Stolzen wird widerstanden. Und da steht er, General Naaman, mit all seinen Nudeln. Und er steigt in den Jordan. Und er steigt in den Jordan und sagt, und jetzt? Und Elia sagte, tauche. Tauchen hier. Siehst du die tote Ente dort? Tauchen. Und Naaman taucht. Dip. Kommt raus, sagt. Aber der Aussatz ist noch da. Und Elia sagt, nochmal. Nochmal. Der General. Man stellt dir vor, die Navy Seals. Die Spezialeinheiten, die da sind. Ihr Chef, Dip, das zweite Mal. Ja. Noch kein Unterschied. Elia sagt, nochmal. Dip, drittes Mal. Dip, viertes Mal. Dip, fünftes Mal. Bitte fünf ist crazy. Fünfmal reicht. Wisst ihr, es ist nicht so wie am Zürichsee vor zwei Wochen. Schön, super Schweizer Qualität. Nein. Wir sind im Middle East.
Aber nicht mit fünfmal, stimmt's? Do it again. Dip. Sechstes Mal. Ich meine, langsam wird er sauer. Und es passiert noch nichts. Siebenmal. Siebenmal. Siebtes Mal. Dip. Gott sei mir gnädig. Und der Aussatz war weg. Siebenmal. Dip ist das englische Wort für dünken. Tauchen. Siebenmal taucht der syrische General in einem feindlichen Fluss. Siebenmal. Feindlicher Fluss. Und Naaman wurde rein von seinem Aussatz, sagt die Bibel. Gott hatte den Finger auf dem Hauptmann, auf dem Hauptmanns größten Problem. Pride. Pride. Stolz. Und das siebenmal Tauchen war für ihn eine Demütigung. Aber der Mann wurde geheilt. Der Mann wurde geheilt. Hat Demut, spielt Demut eine Rolle in der Heilung? Amen. Die syrophönizische Frau, die Hund genannt wurde, demütigte und sagte, ihr könnt das Abendmahl nehmen. Am Schluss des Gottesdienstes nehme ich die Brosmen, denn die reichen mir. Und Brösmeli heilten sie. Wenn ein feindlicher Fluss einen General heilt, Brösmeli eine Frau's Tochter heilt, dann hat Demut mit Heilung viel zu tun. Amen. Denn dem Demütigen wird mega Gnade gegeben. Mega Gnade. Und Healing is a grace. Heilung ist eine Gnade. Amen. Heilung ist eine Gnade. Mega Gnade. Preis dem Herrn. Eine Mega Gnade. So, was ist der Deal? Ganz praktisch für uns. Was ist der Deal, wenn es um Demut geht? Wie kannst du Demut ganz praktisch heute Nachmittag, morgen anwenden? Denk nicht von dir selbst weniger, als sich's gebührt, dass du weniger bist. Denk einfach weniger an dich selbst. Denn das ist unser Hauptproblem. Unsere Probleme drehen sich, weil wir zu viel an uns selber denken. Das ist das Problem. Zu viel denken wir an uns selber. Aber lass uns das Wohl des anderen suchen. Und die Dinge lösen sich. Halleluja. Praise the Lord. Ist nicht gewaltig? Was der Herr heute uns gesagt hat. Demut durch Gottes Gnade. Dem Demütigen wird mega Grace gegeben. Und er wacht eifrig darüber, dass nichts zwischen diesen neuen Bund der Gnade kommt, in dem du lebst. Halleluja. Du hast den besten Unterstützer mit dir, der mit dir ist und der dir hilft, immer wieder demütig zu sein. Und demütig ist nicht die Person, die die Türmatte und jeder kann machen, auf dir abtrampen und rumtrampen. Das ist nicht Demut. Das ist alles nicht Demut. Und ich bin immer der den Hammer, das ist nicht Demut. Nichts mit Demut zu tun. Denk etwas weniger an dich und mehr an andere. Das ist Demut. Halleluja. Heilung durch Demut. Amen. Heilung durch Demut ist etwas Wunderbares. Halleluja. Preis dem Herrn. Der Herr ist gut. Amen. Seine Gnade und Güte wären ewiglich. Lass mich noch den Segen über dir aussprechen. In dieser Woche, für diese Woche. Und das über dir proklamieren. Denn Gunst folgt dir nach. Gnade jagt dir nach.
So wie David es sagt im Psalm 23. Vater, ich danke dir für die ganze Versammlung, für die ganze Grace Family Church, alle, die zuschauen, auch alle, die heute nicht hier waren. Vater, ich danke dir, dass dein Angesicht über sie erleuchten wird. Dein Angesicht wird über sie scheinen. Dein Angesicht, deine Gegenwart und deine Herrlichkeit wird über ihnen sein in dieser Woche. Und deine Herrlichkeit wird vorausgehen. Deine Herrlichkeit wird vorangehen. Und deine Herrlichkeit wird Dinge bewirken, die wir selber nicht machen können. Danke, Jesus, für die Engel, die vorangehen, für die Engel, die vorausgehen. Danke für den Heiligen Geist, der uns führt und der uns leitet und der eifrig darüber wacht, dass der Bund der Gnade, Halleluja, für immer bestehen bleibt. In unserem Leben, auf dieser Welt, Jesus, offenbar dich uns in dieser Woche, offenbar dich anderen Menschen durch uns. Und wir danken dir, dass Güte und Gnade dir nachjagt, Halleluja, dir nachjagt, in Jesu Namen, in dieser Woche. Amen und Amen. Halleluja. Praise the Lord. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Fiederluege miteinander.